Guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, euch heute von einer Idee und deren Umsetzung erzählen zu können, mit der ich mich schon seit geraumer Zeit intensiv befasse. Das virtuelle Lehrgespräch, so heißt das Projekt, haben Benedikt Gilson und ich gemeinsam an der Hochschule Ruhr-West entwickelt. Ich möchte euch heute in diesem Kurzvortrag einen Einblick in dieses Projekt geben. Zur Ausgangslage. Ich lehre an der Hochschule Ruhr-West, einer MINT-Hochschule im Westen des Ruhrgebietes, das vielgeliebte Fach angewandte Mathematik. Meine Vorlesung richtet sich an etwa 150 Studierende aus ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen im ersten Studienjahr. Die Gruppe ist, wie ihr hier auch sehen könnt, divers, heterogen und motiviert. Doch nun zu meinen Problemen. Nach meiner Einschätzung werden die Vorlesungen nicht gründlich genug nachbereitet. Stattdessen wird der Inhalt der Vorlesung allzu oft auf das Bearbeiten von Übungsaufgaben reduziert. Ich glaube aber, dass ständiges Hinterfragen ein enorm wichtiger Bestandteil des Lernens ist und dabei hilft, auch komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Was wäre nun, wenn ich nur eine Studentin oder einen Studenten hätte und meine Aufgabe einzig und allein darin bestünde, ihr den Inhalt meiner Vorlesung zu vermitteln? Würde ich sie in die letzte Reihe des Hörsaals setzen und selber vorne stundenlange Monologe halten, ihr am Ende ein Übungsblatt in die Hand drücken und schauen, was nach einer Woche rausgekommen ist? Ich glaube nicht. Stattdessen würde ich wohl versuchen, den Inhalt der Vorlesung im Gespräch gemeinsam zu entwickeln, durch gezielte Fragen erkennen, welche Konzepte bereits verstanden wurden und bei Unklarheiten die jeweiligen Punkte noch einmal aufgreifen. Die Frage ist nun, wie wir mit Hilfe digitaler Techniken diesem Ideal näher kommen können. Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Ich muss mich einfach nur klonen, damit ich mit jedem einzelnen Studierenden individuelle Gespräche führen kann. Die Idee ist nun, dass ein Chatbot quasi als digitale Kopie des Lehrenden wöchentliche Interviews mit jedem einzelnen Studierenden führt und somit von allen auch Rückmeldungen einholen kann. Üblicherweise werden Chatbots so genutzt, dass der Benutzer eine Anfrage stellt, der Chatbot daraus versucht, die Absicht des Nutzers zu extrahieren, diese dann in Anfragen für geeignete Dienste umwandelt, deren Ergebnis danach aufbereitet und schließlich an den Nutzer wieder weiterleitet. Klassische Bots wie Siri oder Alexa sind also passiv und reagieren nur auf Nutzeranfragen. Unser Chatbot muss aber aktiv sein. Das heißt, er muss durch das Gespräch führen und darf dabei eben keine Fragen beantworten, sondern Fragen stellen. Deswegen können wir gängige Chatbot-Baukästen nicht verwenden, sondern mussten uns etwas Eigenes ausdenken. Wir modellieren das Interview als Netzwerk, wobei jeder innere Knoten eine konkrete Frage beschreibt. Zu jeder Frage gibt es Regeln, wie Antworten zu bewerten sind. Neben einem Startknoten gibt es zumeist verschiedene Zielknoten, hier blau dargestellt, die es gilt, im Laufe des Gespräches zu erreichen. Studierende sehen auf der linken Seite den Chatverlauf und haben dort einen Eingabebereich. Auf der rechten Seite wird das Netzwerk Stück für Stück aufgebaut. Damit können sie jederzeit sehen, wo sie sich befinden und auch Einfluss auf den Gesprächsverlauf nehmen. Rechts oben wird schließlich angezeigt, wie viele Ziele bereits erreicht wurden. Im Laufe des Projektes haben wir natürlich einiges gelernt. Die Fragen müssen so exakt wie möglich formuliert werden. Alternative Pfade sollten angeboten werden. Erkannte Antworten müssen unbedingt wiederholt werden. Orientierung muss geboten werden. Und zu guter Letzt, der Nutzer muss die Möglichkeit haben, im Rahmen oder in engen Rahmen auch das Gespräch zu steuern. Im letzten Semester mussten meine Studierenden pro Woche ein Interview und drei Online-Aufgabenblöcke, größere Aufgabenblöcke bearbeiten. Hier sehen wir nur die durchschnittliche Bearbeitungsquote pro Block über den Wochen aufgetragen. Als Ergebnis können wir festhalten, dass die Interviews mit gleichmäßig hohem Erfolg bearbeitet wurden. Der Chatbot wechselt nun von der Test- und Erprobungsphase in den Regelbetrieb. Dazu werden die Antworten aus den vergangenen Semestern ausgewertet und daraus Verbesserungen abgeleitet. Pro Semester haben wir etwa 40.000 Antworten auf 150 verschiedene Fragen gesammelt. Doch es gibt noch viel zu tun.
Die Sprachmodelle müssen verbessert und verfeinert werden. Ein Monitoring muss eingebaut werden, um Probleme frühzeitig und nach Möglichkeit sogar in Echtzeit erkennen zu können. Und der Bot soll auch nach Möglichkeit auf andere Vorlesungen angewendet werden, nicht nur auf Mathematikvorlesungen. So, und zum Abschluss möchte ich mich beim Stifterverband und dem Land NRW bedanken, die das Projekt durch eine Fellowship für Innovation der digitalen Hochschullehre unterstützt haben. Das hier vorgestellte Projekt wurde in diesem Jahr auch mit dem Delina Innovationspreis für digitale Bildung ausgezeichnet. So, und damit möchte ich meinen Vortrag schließen und danke für eure Aufmerksamkeit.